Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Moritz Schönecker von der Underground Art Academy und grüße euch ganz herzlich bei der heutigen Ausgabe von den Vogelgesprächen. Das ist das Online-Programm von der Underground Art Academy. Heute habe ich die große Freude, bei uns zu Gast Nicolas Müller zu haben. Schön, dass du da bist. Vielen Dank erstmal, dass du dich bereit erklärt hast, heute bei uns zu sein. Gerne, gerne. Hi, Niki. Ja, könnten wir damit anfangen, wenn es für dich okay ist, dass du dich erstmal kurz vorstellst. Also ich bin Nicolas Müller, habe Diplom als Designer und studiere jetzt an der KHM im Master, bin 36 Jahre alt und wohne in Köln. Und ich mache Aquarelle und 3D-Grafik oder 3D-Kunst / Videokunst, also irgendwie diese ganze digitale Mischform. Okay. Wie so viele Künstler bist du natürlich auch irgendwie, oder wie eigentlich alle Menschen, bist du natürlich auch irgendwie von dieser ganzen Coronavirus-Geschichte betroffen. Dein Alltag sieht wahrscheinlich irgendwie anders aus als vorher. Was für einen Einfluss hat denn das auf dein Leben oder wie gehst du damit persönlich um? Prinzipiell habe ich relativ viel Glück gehabt im Vergleich zu anderen. Also da ich auch so in digitalen Infrastrukturen mich bewege, die nach wie vor bestehen, fast noch mehr werden, habe ich ganz gut Glück gehabt. Was ich ein bisschen gemerkt habe, ist, dass mir ein paar Chancen geplatzt sind in der realen, also als reale Events. Also da sind ein paar Sachen gecancelt worden, auf unbestimmte Zeit verschoben. Und ich weiß nicht genau, ob die Chancen quasi wiederkommen. Das ist ein bisschen schade. Mhm. Ansonsten prinzipiell erstmal sehr gut im Vergleich zu vielen anderen. Also ich habe sehr viel Glück gehabt. Okay. Und wie nimmst du so die Stimmung insgesamt wahr oder wie ist das bei dir jetzt in der Umgebung? Also ich merke halt dadurch, dass alle irgendwie mehr auf sich selbst gestellt sind. Also alle sind mehr zu Hause. Dadurch entsteht so ein bisschen Organisationschaos, auch Kommunikationschaos. Und ich merke auch, dass ja Online-Strukturen wichtiger werden und halt Leute, die sehr analog eigentlich nur leben und arbeiten, jetzt ein bisschen ins Wanken kommen oder sich ein bisschen umgewöhnen müssen, umstrukturieren müssen. Und, ja. Ja. Das ist. Und was für ein Kunstwerk hast du uns denn heute, was hast du uns heute mitgebracht? Was möchtest du da? Also, ich wollte hier dieses super Aquarell präsentieren. Genau, ich nehme es einfach mal ab, zeige es mal in die Kamera. Es heißt, don't work with assholes, except you really like it. Und really mit 3E. Und da haben wir zwei verschiedene Blumen im Vordergrund. Und genau, und dann halt Vulkane, so Mondgesteine. Und im Himmel fliegen verschiedene Besucher rum. Alles, was irgendwie eine Kappe anhat in meinen Bildern, bin meistens ich. Und hier ist dann so eine Biene, die quasi dann so Besucher ist in dieser Landschaft. Wo ist jemand mit einer Kappe? Gerade? Hier auf dem Kopf. Ah, umgedreht, also oder so was? Ja, der fällt so runter, fliegt so durch die Gegend. Okay. Und dann gibt es noch dieses Pferd. Das ist auch noch eine gewisse Person oder einfach im Hintergrund friedlich am Grasen. Ja. Und halt diese zwei Blumen, die halt so sehr humorvoll funktionieren. Farblich ist das relativ, also es hat so einen leichten Tendenz von so naiver Malerei. Also so Blumen, Gras im Vordergrund, dann irgendwie so Himmel ausmalen, dann so schlecht ausgemalt oder so sehr grob. Aber es gibt noch so ganz feine Elemente, die eher von der Zeichnung kommen, zum Beispiel hier dieser Wasserfall. In der Mitte. Ah ja, okay. Was dann quasi so der Ruhepol von diesem ganzen Chaos ist. Oder, ne? Und eigentlich alles auch mit so einer gewissen guten Laune, sage ich mal. Von Frohsinn, Verspieltheit, Lockerheit. Ja. Mhm. Und ich spiele halt viel mit so Zeichennormen, die irgendwie im Comic angelehnt sind. Aber vielleicht auch irgendwie von einer klassischen Zeichenschule kommen, aber die halt auch irgendwie verweigern. Ja. Ich würde sagen, in vielen Elementen geht es einfach um Spaß. Also einfach der Spaß an der Linie, an der Form.
sich da neue Sachen auszudenken. Der Titel von dem Bild, wie kamst du da drauf oder was hat der für dich für eine Bedeutung? Oder? Also es geht ja auch irgendwie um so eine Arbeitswelt. Also ich meine, als Künstler hat man ja immer die Position von so einem Verweigerer irgendwie. Trotzdem braucht man irgendwie Geld, man muss arbeiten, man muss sich irgendwie auch integrieren in die Arbeitswelt. Ja. Und da können wir aber so ein bisschen improvisiert uns aussuchen, vielleicht, wie wir das gestalten, im besten Falle, wenn wir Glück haben. Ne? Also, ja, man, ja. Also es ist natürlich auch nicht leicht, aber wir haben halt quasi, und was ich halt witzig fand an dieser Arbeit, dass man quasi in dieser harten Businesswelt, wo es dann wirklich um viel Geld geht und Managementstrukturen und Optimierung und so, dass man als Künstler einfach vielleicht eine Mini-Wahlmöglichkeit hat. Und dass man halt, also ich glaube zum Beispiel, wenn man sagen würde, okay, wir arbeiten einfach nicht für unsympathische Leute oder ich arbeite nicht mit unsympathischen Leuten, dann verschiebt sich so diese ganze Sache und dann verschiebt sich auch der Geldwert und der ideelle Wert von Arbeit. Und das finde ich so eine Mini-Chance irgendwie. Ja, ja. Und deswegen halt auch diese Blumen, ne, die irgendwie auch so eine positive, so einen positiven Aspekt haben oder auch so einen Humor. Mhm. Und vielleicht mag man ja auch irgendwie groß Business zu machen und viel Druck auszuhalten und vorne an der vordersten Front zu stehen in irgendwelchen Riesenprojekten. Und dann kann man das auch machen. Ne? Also man kann quasi so sein Level sich so ein bisschen aussuchen. Ja. Genau. Und da drin halt dann irgendwie Selbstverwirklichung oder Spaß haben. Ja, ja. Also man hat quasi ja, die Wahlmöglichkeit. Ja. Man hat so ein Stück weit zumindest. Einen Spielraum eben. Gibt es da noch irgendwas, wo du sagen würdest, das ist jetzt der so, was bedeutet das für dich persönlich, dieses spezielle Kunstwerk jetzt oder irgendeine Story, wie du da jetzt drauf gekommen bist oder? Es gibt so einen Aspekt, der durch alle meine Arbeiten hindurchzieht und das ist so eine Art Beschäftigung mit so einem männlichen Rollenbild beziehungsweise so einer sehr spielerischen Herangehensweise, auch über Männlichkeit, Sexualität, vielleicht auch sowas wie Weichheit im Gegensatz zur Härte. Und da versuche ich, das ist so eine konstante Linie in meiner Arbeit, und da versuche ich irgendwie für mich selbst so eine gewisse Position zu finden, mit der ich zufrieden bin. Und da ist dann halt diese Arbeit vielleicht auch so ein Anti-Statement, so von wegen, man muss gar nicht so der Superman sein, man muss gar nicht irgendwie der Knallhart. Ja, jetzt warst du kurz weg. Also du warst stehen geblieben, man muss jetzt nicht so der knallharte, was hattest du da gesagt? Nicht so, sag nochmal. Mit einer gewissen Weichheit etablieren. Ja. Mit einer gewissen Weichheit. Also man kann sich quasi, und dann geht es halt um so alternative Männerbilder, fluide. Und wenn man zum Beispiel sagen würde, okay, wir arbeiten nicht mit egoistischen Menschen, die uns schlecht behandeln, sondern wir arbeiten lieber mit netten Menschen, wo wir uns respektiert fühlen und die sich irgendwie für uns ehrlich interessieren, dann kriegt die Arbeitswelt so einen anderen Drive und auch so der Geldwert. Ne? Dann ist halt die Frage, was ist wie viel wert, wie viel verdienst du, wie viel willst du verdienen, wie viel willst du nicht verdienen, wo willst du dich aufhalten? Und da drin spielt diese Arbeit. Also halt auch mit so einem kindlichen, spielerischen Freiheit zu behalten und gleichzeitig halt irgendwie aus diesen harten Businesswelten, wo sehr viele maskuline Codes entstehen und sehr viele Machtstrukturen, sich vielleicht so ein bisschen so einen Umweg schaffen. Ja. Als Ergebnis erhalten wir dann sowas wie so eine kindliche Freiheit oder Kreativität und auch ganz viel Emotionen, ganz viel Verspieltheit, ganz viel Naivität, Freude. Und das wünsche ich mir zumindest für mich selbst, also für meinen kleinen Mikrokosmos, für mein kleines Leben. Das ist vielleicht dann auch so der Wert von meiner Arbeit, einfach die spielerische Freiheit. Danke ich dir vielmals. Bitte, bitte.